Bremen mit 3:0 aus der eigenen Halle. Und die Ochsen. Punkt wiederholt. 1:0. 2:0. Man versucht dem Spiel eben seinen Stempel aufzudrücken und nicht einen Karlsson einen Gedanken zu Ende zu führen, einem Karlsson, einem Boller, einem Walter nicht die Möglichkeit zu geben, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Boah! Gehalten, das reicht dann halt nicht. Cool. Man kennt sich gut dazu, sehr tief, flach und lang spielen. 5:3. Rückhandflip. Wenn er hier weiter gute Karten haben möchte. 5:6. Und da sehen wir den Handwechsel von Timo Boll zum 6:6 Ausgleich. Da weiß er schon, wo der Ball hinkommt. Wahnsinn. Echt irre gut. Gegen Roskilde, aber das gerade in so einem Spiel, das macht eigentlich nur einer auf der Welt. Boah. Und das war das ums Netz rum? Ich glaube, der war ums Netz rum von Bastian Steger. Wahnsinn. Die Partie nimmt Fahrt auf. Und jawohl. Around the net. Bei 6:6 gegen Timo Boll. Respekt. Richtig gut. 7:6 die Führung. Den 38-Jährigen. Ja, und der Return war nicht... Boah. Klappt doch nicht so schlecht, aber... Leichter Vorteil für ihn. Ah, Timo Boll. Und der macht ihn. 11:0. Ziehen konnte. 0:0, zweiter Satz. Schauen wir mal. Es schafft, den Ball aggressiv zu spielen, dann macht er die öffnen. Jobblockversuch von Steger geht daneben. Vorsichtig ausgedrückt. Guter Return. Stern ist heute der Altmeister. Eben auch richtig Tempo rein. 4:2 die Führung. Vier. Trotzdem weiter in die Führung für Bastian Steger. Stark gelegt von Timo Boll. Es oft schafft sogar eigene Vorteile für sich. Auch der Return ein wenig zu hoch. Und Boll macht das, was er im ersten Satz noch gut gemacht hat. Bis dato. Auch wenn Steger natürlich gerade mit seinen Auf- und Rückschlägen bisher das Ganze so gut lenkt, dass er selber angreifen kann. Super Top! Ball 8:5 für den Königshofener. So, und jetzt macht Timo Boll. Am Ball ist Fehler. 6:8. Und dann aber eine schwache Rückgabe. Auch auf der Zuschauertribüne. Boah! Diesmal antizipiert Boll gut und richtig, wo der Ball hinkommt. Ja. Sieht man selten. Kaum sag ich's. Mit kleinem Vorteil. Zu 9. Erster Satzball und die Möglichkeit zur 2:0-Führung. Der wird aber abgewehrt von Ba. So geschockt. Christian Steger und die Möglichkeit zum Ausgleich. 11 beide. Guter Gegentorspin. 3. Timo Boll gegen Bastian Steger.
Satz 3 ein wenig, in Satz 2 ein wenig. Nein! 2 zu 1. Wieder bei Aufschlag Timo Boll. Der es nicht schafft! Selten. Ach, echt sehr gut. Spielt ja in seiner Heimat, in seiner Geburtsregion direkt brandgefährlich eröffnen kann. Sehr gut antizipiert, geht hier mit 5 zu 2 in Führung. Aber das nochmal wieder. Bastian Steger. Der auch einfach, das ist das Mittel, was in Satz 2 funktioniert, in Satz 1 funktioniert hat. Genau das zu eröffnen kann. 5 beide. Gefühlt ist das bisher ein Spiel der für den Mann, der gerade im Bild ist, Timo Boll. 7 zu 6 nur noch. Genauso muss. Schwieriger Ball. Für Boll. So, und jetzt fängt er auch. Gedreht, 8 zu 7. Und da ist die Antwort. Wieder raus. 8 Beine. Hochspannend jetzt. Oh. Bei dem Punktestand versuchen muss, die Aufschläge gut zu setzen. Dass Steger eben nicht angreifen kann. Und er darf vor allem kurz davor ist, mit 2 zu 1 in Führung zu gehen. Oh, Wahnsinn! Wo holt der den denn her, Timo Boll? Kompliment an Steger für die Eröffnung, aber wo kommt denn der Schläger her? Wahnsinn! Boll. Solchen Punkteständen doppelt bitter werden. Gut um. Und den Wert. Durch den Kopf geht. 12 beide. 1 zu 1. Richtig spannend jetzt. Bewiesen, dass er damit umgehen kann. Und wie er das kann! Der dritte Satzball. Und jetzt ist der Satz durch. Mal was in Satz 4. Gut, Ritt. Boah, Wahnsinn! Sagt Dankeschön und platziert den Ball dann eben seinerseits. Sehr, sehr gut. Da war. Das. Weiter geht's. Wichtig für ihn, aber. Noch lange nichts entschieden. Gerade weil. Natürlich wichtig für Boll und aber eigener Aufschlag. Und die. Die Möglichkeiten, deinen Punkt für die Borussia und damit das Spiel zu holen. Und
Der letzte Punkt ist nochmal ein richtig spektakulärer. Timo Boll gewinnt wie im Hinspiel 3:1 gegen Bastian Steger. Die Borussia aus Düsseldorf.